Die Millener Propstei mit der alten Quirinuskirche ist das Wahrzeichen des Selfkant-Ortes, der unmittelbar an der niederländischen Grenze liegt. Dörfer in ähnlicher Randlage sind oft besonders reich an alten Traditionen. Obwohl viele jüngere Leute nach auswärts zur Arbeit fahren, bietet der Ort das Bild einer ungestörten bäuerlichen Welt. Hier wird im Winter in zahlreichen Höfen noch die jährliche Hausschlachtung gehalten. Es ließ sich einrichten, dass ein erfahrener Hausschlächter aus dem Nachbarort, der sich mit dem Schweinebrennen auskennt, noch einmal eine Schlachtung in der früher üblichen Weise durchführte. Das 4 Zentner schwere Schlachtschwein wurde am Vortag bereits zerlegt. Das Türschild des Hofes, in dem jetzt gewurstet werden soll, zeigt auf Niederländisch das Wort Metzger. Die beiden Söhne, die den Beruf in einer modernen Fleischerei erlernt haben, helfen beim Wurstmachen. Auf dem Strohbett im Hausflur konnten die Teile des geschlachteten Schweins über Nacht auskühlen. In der Küche, wo jetzt der Wurstkessel auf den Herd gesetzt wird, haben die Arbeiten bereits am frühen Morgen begonnen. Die Salzbütte, die am Vortag beim Schweinebrennen auf der Wiese als Wasserbehälter diente, muss nun in den Keller zurückgebracht werden. So, 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 Da, ich kann das mit Gerät machen. Ja, gut. Da kann das Fleisch kommen. Das wird Zeit, das wird drücken. Das wird wärmer, ja. In der Kälte ist das besser. Hat er den Boden vorbei? Ja, ungefähr. Da kommt wieder Bauchersaut, oder? Ja, da wird gesaut. Das ganze Schlachtfleisch wird auf dem Küchentisch weiterverarbeitet. Zunächst müssen die großen Stücke für den häuslichen Bedarf in kleine Portionen zerteilt und für die verschiedenen Arten der Verwertung sortiert werden. Die ausgebeinten Knochen, die man für Suppen verwendet, werden für das Einpökeln beiseite gelegt. Hol der Rebenerin! Ja, heute Krieger, wa? Ja. Das war doch jetzt früher, wa? Was ist der? Ja, so, ich hab wieder drüber. Ja, so, ich weiß so wie. So, kann ich länger anfangen, ja. Auch die beiden Rippstücke, von denen der Hausschlächter eines auf den Tisch bekommen hat, sind für das Salz bestimmt. Jo. Da die Rippen beim Aushauen dicht neben dem Rückgrat abgetrennt wurden, sind die fleischigen Partien, die man heute als Kotelettseiten kennt, Teil dieses breiten, knochigen Stücks. Die anhängenden Schnipsel, die der Schlächter an den Rändern und auf den Oberflächen wegschneidet, werden für die Bratwurst zurechtgelegt. Der Wurstkessel wird für die Teile des Schweins gebraucht, die man für die heiß zubereiteten Schlachtprodukte verwendet. Von dem beschnittenen Rippstück trennt der Schlächter den dünnen Rand mit einem langen Streifen als Schälrippchen ab. So, aber du. Mit Schnitten, die an den Rippen entlang geführt werden, teilt man das dickere Ende in einzelne Stücke auf, die zum Salzfleisch kommen. Hier wird der Steck hoch. Was an der Weh? Was ist das? Geh mal hoch, dann lüge ich das ab, das ist Qualm. Dann machen wir einen Teufel, das ist immer ganz krumm. So, geh mal drauf. Geh mal drauf. Ehe das Wellfleisch für Leber und Blutwurst in den Kessel gegeben werden kann, muss das Wasser zum Kochen gebracht werden. Inzwischen hat man das Hackbrett auf den Tisch gebracht, sodass der Helfer mit dem Zubereiten der Bratwurstfüllung beginnen kann. Hauptbestandteil ist der durchwachsene Bauchspeck, der zu schmalen Streifen zurechtgeschnitten wurde. Sie müssen zunächst von der Schwarte abgetrennt werden. Dann wird der Speck in Stücke zerschnitten, die zusammen mit Abfällen vom Salzfleisch auf den Bratwursthaufen kommen. Die Bratwurstfüllung wurde früher mit dem Hackbeil weiter zerkleinert. So, ja, danke. Ja. Schön. So.
zu der Küche gehen. Ja, hier, Küchenmesser bereit. Das Zerkleinern der Bratwurstmasse, die unter den Hieben des Hackbeils ständig gewendet und zurechtgeschoben werden muss, ist eine langwierige Arbeit. Die meisten Hausschlächter benutzen heute hierfür elektrisch angetriebene Fleischwölfe oder Hackmaschinen, mit denen das Fleisch feiner gemahlen werden kann. Neben dem Schlaginstrument gab es früher auch Wiegemesser mit mehreren nebeneinander angeordneten halbkreisförmigen Klingen. Sie wurden in schaukelndem Schnitt kreuz und quer durch die Wurstmasse bewegt. Das Kopffleisch muss für die weitere Verwertung zunächst vorgekocht werden. Es hat die längste Garzeit und muss infolgedessen zuerst in den Kessel kommen. Hierfür werden die beiden Kopfhälften jetzt hergerichtet. Mit dem Hackbeil kann man das Bratwurstfleisch nur in kleinen Mengen verarbeiten. Wenn eine Partie fertig gehackt ist, wird die nächste vom Haufen genommen. Wenn vom Schweinskopf die Ohren abgetrennt und die Backen herausgeschnitten sind, müssen auch die Knochen auseinandergehauen werden. So. So, ich bringe etwas, aber kommst du die Kapitel zu lecken? Zu lecken, oder? So, du redest. Ja, das ist okay. Die Versorgung des Wurstkessels gehört zu den Arbeiten der Frauen. Die Teile des ausgehauenen Schweinekopfes werden in frischem Wasser abgewaschen, bevor sie in die Kochbrühe kommen. Als nächstes gibt man die Schweinezunge mit dem anhängenden Gelüngs, von dem vorher die Leber abgesondert wurde, in den Wurstkessel. Ja. Auch die Speckschwarten, die beim Bratwurstmachen beiseite gelegt wurden, müssen zur Weiterverarbeitung weich kochen. Da das Kesselfleisch langsam garen soll, darf das Wasser nicht zum Brodeln gebracht werden. Von dem weißen Seitenspeck wird ein breites Stück abgeschwartet, das man für die Speckwürfel braucht, die in die Blutwurst kommen. Die Streifen vom mageren Speck sind für die Bratwurst bestimmt. Wenn bei der Hausschlachtung Bratwurst in größeren Mengen gemacht werden soll, gibt man meist einen Vorderschinken zur Wurstmasse. Da sich die Bratwürste vielfältig verwenden lassen, wurden sie beim Hausgemachten immer schon bevorzugt. Man wusste sie früher auf mehrere Arten haltbar zu machen. Leicht angeräuchert konnte man sie 4 bis 6 Wochen aufbewahren. Für den Verbrauch bis zum Frühjahr legte man sie in Essig ein. Als lufttrockene oder dröge Würste hielten sie sich das ganze Jahr. Und in Schmalz eingebraten waren sie praktisch unbegrenzt haltbar. Diese 4 Konservierungsarten sind heute kaum mehr in Gebrauch, weil man jederzeit frische Bratwurst vom Metzger bekommen kann. In Millen gab es früher auf den großen Höfen, die für den Eigenbedarf jährlich 2 Schweine mästeten, 2 Schlachttermine. Der erste lag im November vor Martinstag.
Für die Frühjahrsschlachtung ließ man Ende April vor der Quirinus-Kirmes noch einmal den Hausschlächter kommen. Auf diese Weise konnte man die Vorräte an Wurst, Speck und Fleisch für das ganze Jahr sichern. Vor allem die Herbstschlachtung, die nach den Sommermonaten das erste Frischfleisch brachte, war ein lang ersehntes Ereignis. Weil Schmalz und Speck den Hauptanteil des Fettbedarfs für die Küche ergaben, wurden die Schlachttiere möglichst fett und rund gemästet. Das galt besonders für die kleineren Höfe, die sich ein mehrfaches Schlachten nicht leisten konnten. Das ist Schwaden, aber und die Schwaden geht nicht. Da ist er drüber. Trotz der 4 Zentner Lebendgewicht ist das Schwein, das hier geschlachtet wurde, nicht mit einem ausgemästeten Tier von früher zu vergleichen. Auf den Schwaden der Speckseiten, die zum Einsalzen fertig gemacht werden, entfernt der Schlächter sorgfältig die letzten Borsten. Der Unterschied zu früher, als der Speck 10 bis 12 cm dick war, wird hier sehr deutlich. Ich bin rückgeschlagen. Ja, das habe ich gemacht. Warte mal, der Schlag fahren. So. Voilà. So. Die frühere Form des Zerlegens war von dem Bedürfnis nach Dauerware bestimmt. Der Rückstrang, der beim Aushauen zuerst herausgelöst wurde, eignet sich in Stücke zerteilt ausgezeichnet für den Pökel. Die Abschnitte, die man als Kamenat oder Carbonade bezeichnete, konnten frisch aus dem Salzfass gebraten werden. Wenn sie länger im Pökel gelegen hatten, wurden sie für Suppe verwertet. Sämtliche Fleischteile, die zum Einsalzen bestimmt sind, werden auf der Bank hinter dem Tisch zurechtgelegt. Jupp kommt der Schenken holen, der letzte Schenken. Ja, große Kriege, oh. Ja. Ah, das war schwer, aber. Ja. So, ich hab da den Schenken, aber. Ja. Wenn als letztes Teil einer der schweren Hinterschinken hereingebracht ist, kann man mit der Versorgung beginnen. Die Schinken, die sich bei richtiger Behandlung am längsten halten, müssen ebenfalls in den Pökel. Wenn das Knochenende gekürzt ist, wird er vom Schlächter für die Salzbrühe zurechtgeschnitten. Inzwischen trägt einer der Helfer die kleineren Pökelstücke in den Keller. Der an der Innenseite und an der Schwarte entlang beschnittene Schinken wird zum Schluss mit einem sauberen Tuch sorgfältig abgerieben. Der Keller, der auch im Sommer kühl bleibt, war früher der wichtigste Vorratsraum in den Häusern. Hier hat die Fleischbütte ihren Platz, die von den Frauen gesäubert wurde. Auf einem bereitgestellten Tisch werden die Kleinteile und Knochen zunächst abgelegt. Alles mal hier allein, ey. Das Einpökeln gehört zu den Arbeiten des Hausschlächters, der hier mit der Salzschüssel kommt. Neben dem Salz verwendet man als Konservierungsmittel in kleinen Mengen auch Salpeter. Zuunterst kommen die großen Fleischteile in die Bütte, die am längsten im Pökel liegen müssen.
Für einen Schinken rechnet man je nach Größe 3 bis 4 Wochen. Die Fleischseite, die nicht durch die Schwarte geschützt ist, muss dick mit Salz überstreut werden. Der Boden der Pökelbütte wird mit den großen Stücken so dicht wie möglich ausgelegt. Nach dem hier üblichen Verfahren wird trocken eingesalzen. Das schau ich da, alle mehr, ja, von der anderen. Wir legen, ja, mach ich den Speergreifen an. Jetzt kommst. Und die Füße schenken. Oh, das ist jetzt kalt. Die Lücken werden mit den Knochen zugelegt, damit die Salzlake, die sich in einigen Tagen bildet, möglichst wenig Hohlraum auszufüllen hat. Na, ein Stück. Nee, der ist schon ein bisschen. Wir sehen. Oh, ich hab doch alleine Hand, ne? Ja, ist gut. Thomas. Wenn die erste Schicht fingerdick mit Salz bedeckt ist, kann man die nächste Lage einfüllen, die genauso behandelt wird. Oh, hier ist Salz. Mach bitte. Ja. Speck muss ich kriegen. Ja. Oh, ist genug drauf, aber. Mach bitte. Oben auf kommen die Speckseiten, die nur 14 Tage im Salz bleiben, sowie die Karbonadenstücke und Rippchen, die bald verbraucht werden sollen. Man achtet darauf, dass die oberste Lage mit den letzten kleinen Teilen dicht geschlossen ist. Krieg die Rückstöcke raus, oder? Ja. Den Abschluss bildet eine besonders dicke Salzschicht. So, haben wir den Baum geschafft, oder? So, noch einmal. So, Mann, da kannst du die Lage bringen, wa? Da von der Droh, da hat er nichts abgehört. So, wenn man also wie, war ja, gut. Ja, gut. So, Ende. So. Ja, Jupp, guck mal. Ja, Mann, gib's einfach mit der Lage. Leg mir das ab, wa? Wenn du doch erst so. Warte mal, hey, Mann. Aha, der Beste. Ja. Komm, noch ein Müs. Ach, Müs. Möge. Leg mal so drin, so, drüber damit. Leg doch gerade an. Das saubere Leinenlaken, mit dem die Fleischbütte zugehängt wird, schützt den wertvollen Inhalt, ohne die Luft abzusperren. In der Küche, wo jetzt gewurstet werden kann, ist die ganze Bratwurstfüllung inzwischen durchgehackt. Sie muss jetzt gewürzt werden. Bei der Bemessung von Salz, Pfeffer und Muskat richtet sich der Schlächter nach seiner Erfahrung. Dabei nimmt er selbstverständlich auch Rücksicht auf den Geschmack der Hausleute. Hausschlächter, die gut abgeschmeckte Wurst zu machen wussten, waren früher in weitem Umkreis begehrt. So, dann wird wohl rein. Komm mal rein. Wenn das Gehackte mit den Gewürzen gründlich durchgeknetet ist, holt sich die Hausfrau einen Teil davon für Frikadellen. Ja, wie geht's für die Frikadelle? Hast du noch Kohle oder Hefe? So gut schon noch. Schmeckt gut. Schmeckt das du auch mal? Ja. Kommt schon auch noch ein bisschen drin. Witzke? Ja. Ja, das ist schon auch. So ist schon. So. So, dann bin ich geleert. Im Wurstkessel ist das Wellfleisch soweit gar gekocht, dass nun als letztes die Leber hinzugegeben werden kann. Hier habe ich eine Schuhe in der Arme. Also der wird doch schon der Arme, oder?
Bevor man mit dem Bratwurststopfen beginnt, spült man die hierfür vorgesehenen Därme noch einmal gründlich mit Wasser durch. Die vorbereiteten Wurstpellen werden für den Schlechter auf dem Hackbrett zurechtgelegt. Es sind etwa 40 Pfund Bratwurstmasse, die zu versorgen sind. Oh, was war's überhaupt? Das Fleischstückchen habe ich. Das haben wir weg, oder? Zum Wurststopfen benutzt man ein trichterförmiges Hörnchen aus Blech. Oben wird die Wurstmasse eingefüllt und mit dem Daumen eingedrückt. Dadurch gelangt sie in die Pelle hinein, die über den Ausgangsstutzen gestreift ist. Beim Stopfen zieht sich die Wursthaut vom Stutzen herunter. Die Bratwurstdärme, die mehrere Meter lang sein können, werden hier, wie früher, unabgeteilt aufgezogen. Dies war für das Einbraten erforderlich und ersparte außerdem die Wurstkordel, an der es oft mangelte. Es kommt darauf an, die Würste so fest zu stopfen, dass möglichst keine Luftblasen bleiben. Eingeschlossene Luft, die die Schimmelbildung fördert, beeinträchtigt vor allem die Haltbarkeit der drögen Bratwurst. Aus diesem Grunde wird die Haut der fertigen Wurst mit einer Stopfnadel aufgestochen. Bei den Leber- und Blutwürsten, für die man dickere Därme nimmt, braucht man hierauf nicht zu achten, weil die Wurstfüllung in breiigem Zustand eingebracht wird. Die Haltbarkeit der Würste ist auch von der unverfälschten Reinheit der Gewürzzutaten abhängig. Darum nahm man früher für die Hausmacherwurst keine Gewürzmischungen, wie die Metzger sie vielfach zur Verbesserung des Geschmacks benutzen. Ja, Frau, willst du wieder starkes Wasser haben? Ja, ich komme nicht. Wenn allein, das ist noch lästig, was? Zeig mal, sieh. Geht das fast? Ja, was für Güte. Schön, hat sie gewusst, was? Wie lange habt ihr hier mal gemacht? Ja. Lieber Mann. Lange nicht mehr müssen. Zum Aufhängen der fertigen Würste sind hier noch die langen Wurststecken in Gebrauch. Die aufgeschobene Bratwurst hat eine Länge von nahezu 4 Metern. Zwischen den Spiralen muss so viel Abstand bleiben, dass die Luft von allen Seiten heran kann. Mit Hilfe solcher Stangen verwahrt man alle Würste in einer luftigen, ungeheizten Kammer im Obergeschoss des Hauses. Da der Strang Bratwurst nachher, wenn die übrigen Arbeiten erledigt sind, frisch eingebraten werden soll, wird dieser Stecken in den Keller hinabgetragen. Hier im Keller werden auch die Bauchfettlappen bereitgehalten. Das Schmalz, das man daraus gewinnt, wird beim Einbraten der Bratwürste gebraucht. In der Küche, wo das Kesselfleisch auf dem Herd allmählich gar wird, sind jetzt noch die Schlachterzeugnisse zu versorgen, die heiß zubereitet werden. Die Zwiebeln, die hier von der Hausfrau fein geschnitten werden, gehören zu den Zutaten, die man schon für die Leberwurst vorbereitet. Ja, du meinst nicht das Wasser, da ist der Stöhl. Ja. Hier hab's da. Das ist meine Handtuch da, von der Brühe. So. Es ist selbstverständlich, dass man bei der Fleischverarbeitung auf peinliche Sauberkeit achtet. Zum Spülen und Wischen wird auf dem Herd ständig heißes Wasser bereitgehalten. Da muss doch was reingehen, ey. Ja. Für den Hausschlechter ergibt sich eine kleine Pause, wenn die Fleischergeräte, der Tisch
und das Hackbrett für die Zubereitung der Kochwürste hergerichtet werden. Jetzt können die vorgekochten Innereien und das Wellfleisch aus dem Wurstkessel herausgenommen werden. Du bringst mir sehr gerne. Ja, kommt dann nicht an. So. Teile davon gibt man am zweiten Schlachttag gerne zum Mittag- oder Abendessen auf den Tisch. Oft ließ man hierzu auch Extrastücke wie Rippchen in der Wurstbrühe mitkochen. So, so, das kommt noch gut, aber. Ja. Kommt der beste da, oder? Kommt der Koch da dran. Durch die Knöre, geht er gut. Kommt er da doch lesen. Ja. Beim Auslegen des Gesottenen auf dem Hackbrett sortiert man gleich nach Wurstsorten. Leber, Nierchen und die hellkochenden Teile kommen zur Leberwurstmasse. Für die Blutwurst bleiben die Schwarten und die dunkleren Stücke aus dem Kessel. Auch das Kopffleisch, das sich nun leicht von den Knochen lösen lässt, wird nach seiner Farbe aufgeteilt. Alles, was sich auf dem Hackbrett befindet, wird zunächst klein geschnitten. Dabei achtet man darauf, dass die vorgenommene Sortierung gewahrt bleibt. Außer den beiden hier vorgesehenen Kochwurstsorten ließ man sich in vielen Familien vom Hausschlächter auch Presskopf oder Schwartemagen herstellen. So, kommt die Maschine ins Krieg, wa? Ich hab die Kette leer, ich fang an normale. Der Fleischwolf gehört seit langem zum Bestand der Küchengeräte. Zur Verbreitung im ländlichen Betrieb haben vor allem die Hausschlächter beigetragen, die die Zerkleinerungsmaschine zur Arbeitserleichterung schon vor dem Ersten Weltkrieg anschafften und beim Wurstmachen mitbrachten. So, komm, lass mich mal das drehen. Ja. Da konnte ich ja stoppen. Das vorgeschnittene Kesselfleisch wird so fein gemahlen, dass die einzelnen Bestandteile kaum mehr zu erkennen sind. Beim Zubereiten der Kochwurstfüllungen beginnt man immer mit den Leberwürsten. Auch die hinzugegebenen Zwiebeln müssen durchgemahlen werden. So, schaut mal, noch so. Ja. Die Leberwürste, die von allen hausgemachten Wurstwaren am leichtesten verderben, müssen frisch verzehrt werden. Wenn man sie kühl und trocken aufbewahrt, halten sie sich etwa 14 Tage. Darum ist man zuletzt in vielen Familien zum Einkochen der fertigen Wurstfüllung in Weggläser oder Büchsen übergegangen. Sie stehen das ganze Jahr über zur Verfügung. Dies gilt auch für die Blutwurst, obwohl sie früher vielfach als Dauerware behandelt wurde. Wenn man die Blutwurstringe hart trocknete, konnte man sie bis in den Sommer hinein verwahren. Zum Wurstanmengen benutzt man hier noch wegen seiner Größe den alten gusseisernen Topf. Wenn die klein gemahlene Leberwurstmasse eingefüllt ist, gibt man die Gewürze hinzu. Die hier üblichen Leberwurstzutaten sind Pfeffer, Muskat und Salz, abgesehen von den rohen Zwiebeln. Wenn alles gut durchgerührt ist, wird von der Wurstbrühe beigegeben, bis ein dickflüssiger Brei entstanden ist. Erst wenn die richtige Konsistenz erreicht ist, wird das Ganze abgeschmeckt. Noch Salz und Pfeffer. Viel länger, so noch Salz und noch Pfeffer. Wenn jetzt die Kostprobe zufriedenstellend ausfällt, kann der Leberwurstbrei in die Därme eingefüllt werden. So, ich kann die Knöchel machen. Die blanken Knochen aus dem Brühkessel, die inzwischen vom Fleisch befreit wurden, sind wertlos und können auf den Abfall geworfen werden. Einer der Helfer ist dabei, die Leberwurstpellen zurechtzumachen, die über Nacht im Wasser gelegen haben. Die Därme sind in etwa 30 cm lange Abschnitte geteilt, die an einem Ende mit Wurstkordel zugebunden werden müssen.
Für das Einfüllen der Wurstmasse ist der Hausschlächter zuständig. Die Wursthüllen werden noch einmal mit klarem Wasser ausgespült und für ihn zurechtgelegt. Beim Einbringen der Füllung verfährt man mit dem Hörnchen ähnlich wie beim Bratwurststopfen. Wenn die Pelle unten übergestülpt ist, wird oben eingetrichtert. Der Leberwurstbrei, der mit hohler Hand geschöpft werden kann, fließt von selber in die Hülle hinein. Es gab immer schon Familien, in denen die Hausfrauen das Wurstmachen selber besorgten. Das sind oft Fertigkeiten, die von den älteren Generationen übernommen wurden. Dabei spielen auch Sparsamkeitsgründe eine Rolle. Wer den Hausschlächter nur zum Zerteilen des Schlachtschweins kommen lässt, spart den Arbeitslohn für das Wursten. Beim Verschließen der offenen Wurstenden muss darauf geachtet werden, dass keine Luft in den Hüllen verbleibt. Luftblasen, die sich beim Erkalten bilden können, beeinträchtigen die Haltbarkeit der Kochwürste ganz beträchtlich. Wenn sämtliche Därme gefüllt sind, werden die Leberwürste, wie nachher auch die Blutwürste, in den Wurstkessel gegeben. Beim Garen darf die Brühe nur leicht aufwallen. Wenn sie zu stark kocht, zerplatzen die Wursthüllen. Jetzt ist das Hackbrett frei für die letzte Wurstsorte, für die die Speckwürfel gebraucht werden. Man schneidet die Würfel vom weißen Rückenspeck, der eigens für diesen Zweck zurückgelegt wurde. Jetzt muss auch das Blut herbeigeholt und mit einem Durchschlag gesäit werden. So, ich schäme mich jetzt von vorne. Ja, ja. Ich will bald über die Klappertür. So, das schmeckt immer hoch, oder? Das ist lecker, so ein Feierteil. Wenn die Reste des Leberwurstbreis für den Pannas umgefüllt sind, ist der Wursttopf für die Blutwurst frei. Die ersten Leberwürste im Kessel kommen bereits hoch. Ein Zeichen, dass sie bald gar sind. Das Wurstfleisch für die Blutwurstfüllung wird ebenfalls durchgemahlen. Bis auf die Beimengungen ist die Zubereitung die gleiche wie beim Anmachen der Leberwurst. Wenn die Speckwürfel in den Topf gegeben sind, können auch die Gewürze hinzu. Es sind die gleichen wie vorhin. Außerdem gehören Nelken und Majoran zur Blutwurstwürze, die den Eigengeschmack hervorheben. Wenn alles gemischt ist, kommt als letztes das gesäite Blut zur Wurstmasse hinzu. Das Ganze muss gut gerührt werden, damit sich die Speckwürfel gleichmäßig verteilen. So, nur ein Tüchchen, dann ist er da wieder rot. Unsauberkeiten, selbst auf dem Fußboden, werden von der Hausfrau sofort aufgewischt. Ebenso werden sämtliche Utensilien nach der Benutzung mit heißem Wasser gesäubert. Wenn die Kochwürste im Kessel gar sind, holt man sie bald heraus. Sie werden mit großer Behutsamkeit zunächst in die bereitstehenden Eimer gelegt, die mit kaltem Wasser gefüllt sind. So wird der Wurstkessel frei für die Blutwürste, die jetzt in die Därme gefüllt werden. Von der Blut- und Leberwurst gab man früher am Schlachttag in die Nachbarschaft. Da in der Regel auch ein Stück Frischfleisch hinzugefügt wurde, handelte es sich dabei nicht nur um Kostproben.
Es war selbstverständlich, dass die Nachbarn, wenn bei ihnen Schlachttag gehalten wurde, vergleichbare Teile zurückschickten. Da die Schlachttermine in den einzelnen Häusern oft um Wochen auseinanderlagen, sicherte man sich auf diese Weise für längere Zeit frische Schlachtware. Für den Panas, den man in Millen Puttes nennt, braucht man Buchweizenmehl. Josef, wo ist der Putte steckt? Da, ich komme, krieg ich, aber. Ja, klar. Bei der Herstellung wird auch der größte Teil der Wurstbrühe verwertet. Aus den Resten der Leberwurstfüllung stellt man den weißen Panas her. Die Blutwurstreste ergeben den roten. Steck mal an, wo ist mehr? Maria, du, da kommen wir, mal kommen. Ich bin mehr drin. Johann, komm mal ab, du. So, du nicht jetzt mehr? Ja, nicht richtig. Das Buchweizenmehl wird unter ständigem Rühren eingestreut, und zwar so lange, bis der Brei dick zu werden beginnt. Dann muss man durch verstärkte Bewegungen dafür sorgen, dass der Inhalt des Topfes nicht anbrennt. Der Panas ist fertig, wenn der Rührstecken senkrecht in der steifen Masse stehen bleibt. Jetzt muss er schnell in die bereitgehaltenen Schüsseln und Teller gefüllt werden, die vorher mit kaltem Wasser ausgeschwenkt wurden. Wenn er erkaltet, wird er so fest, dass man ihn nur noch mit dem Messer schneiden kann. Der Panas, für den in den niederrheinischen Landschaften verschiedene mundartliche Namen üblich sind, wie zum Beispiel Balkenbrei, Klappertüt oder Klümp, ist eine typische Speise für die ersten Wochen nach dem Schlachttag. Das Tütpott oder Puttespottscharren war am Schlachttag ein Vorrecht der Nachbarkinder. Sie freuen sich auch heute noch, wenn sich Gelegenheit bietet, den Panastopf auszukratzen. Wenn der weiße Panas versorgt ist, kommt der rote an die Reihe. Je mehr Wurstbrühe man auffüllt, umso schmackhafter gerät der dicke Brei. Man gibt auch die Grieben hinzu, die beim Auslassen des Bauchfettes als Rückstände blieben. Bevor Mehl eingerührt wird, schmeckt man die Masse mit Salz und Pfeffer ab. Zet die detail over de pannen. Kunnen we niet trompje worden? Ja, ja. Kom, meer streuk. Een fijn meel, dat boekens meer, hoor. Oh, ja. In den Familien, in denen viele Esser zu versorgen waren, wurde an Buchweizenmehl oft nicht gespart. Die fertigen Blutwürste, die zum Abtrocknen auf den Küchentisch gekommen sind, können jetzt auf den Wurststecken geschoben werden. Die Würste werden nach oben in die Kammer gebracht, wo man die Stecken an Haken aufhängt, die unter der Decke befestigt sind. Ja.
Wenn auch der rote Panas versorgt ist, hat der Hausschlächter hier seine Aufgabe erfüllt. Im Topf bleibt ein Rest für die Kinder zurück, die jetzt von der Hausfrau herbeigerufen werden. So, Kenyon, komm her, den Kerl und schaue. Und es schmeckt auch. Ja. Ja, es schmeckt lecker. Dann lege ich rüber. Ja. Oh ja. Du, der Gisela. Es schmeckt auch. Ja. Das schmeckt besser. Ja. Es gibt genug. Ja. Schmeckt lecker. Während die Kinder den Topf mit ihren Löffeln leer kratzen, hat sich der Schlächter für den Heimweg fertig gemacht. Während der zwei Tage, an denen die Hausschlächter auf den Höfen beim Anlegen der Fleischvorräte halfen, bestimmten sie den Ablauf der Dinge. Im Haus bleibt mit dem Einbraten der Bratwurst noch eine letzte Arbeit zu tun. Als Einmachbehälter dient ein Steintopf, der zur Aufnahme der Wurst an den Herdrand gestellt wird. Für das Einbraten sind drei Personen erforderlich. Hier sind es die Hausfrau und ihre beiden Söhne. Während sie am Steintopf bereitsteht, überwacht der eine die Wurst in der Pfanne, der andere hält den Wurststecken. Es erfordert viel Geschick, den angebratenen Teil der Bratwurst aus der hochgereichten Pfanne in den Topf gleiten zu lassen. Um die frische Wurst in der Pfanne ringeln zu können, muss sie vom Wurststecken gezogen werden. Während sich ein Teil des etwa 4 Meter langen Stranges im Vorratstopf befindet, wird ein anderer, dessen Ende noch auf der Stange ruht, auf dem Feuer gebraten. Mit dem Einstichen in die gebräunte Haut sucht man das Aufplatzen zu verhindern. Das Wenden in der Pfanne ist bei dieser Erstreckung ein Kunststück. Um die Wurst haltbar zu machen, brät man sie auf beiden Seiten scharf an. Die eingebratene Wurst galt bis zu ihrem letzten Stück als besonders wohlschmeckend, auch wenn man dieses erst im folgenden Winter auf den Tisch brachte. Mit dem Bratfett und dem ausgelassenen Bauchschmalz wird der Topfinhalt luftdicht verschlossen. Wenn das Eingebratene in den Keller gebracht ist, sind alle Schlachtvorräte versorgt.
Sie waren hier noch nach 1930, die Hauptfleischnahrung im Jahreslauf. Bei ihrer Sicherung im Rahmen der bäuerlichen Selbstversorgung erfüllten die Hausschlächter eine wichtige Funktion. Nicht nur im Selfkantorf Millen.